Ich blicke an die Decke, denke über mein Leben nach. 25 Jahre, eindeutig zu kurz. Weshalb ich auf einem Krankenhausbett liege? Lungenkrebs. Traurig, aber ich habe keine gute Zeit hinter mir. Drogen, Alkohol, Rauchen, sehr viel Rauchen. Ich mochte die entspannende Wirkung der Zigarette, aber ich habe es wohl etwas übertrieben. Und jetzt liege ich hier, in einem Krankenhausbett, und verwese langsam vor mich hin, ganz allein. Mir fließt eine Träne die Wange herunter, und augenblicklich überkommt mich ein starkes Zittern. Ich werde nicht mehr lange haben. Beschämt schaue ich auf das Waschbecken, 2 Meter von meinem Bett entfernt. Der Wasserhahn tropft und ich bin zu schwach, um aufzustehen und zu stolz, um jemanden zu rufen. Nun ist es völlig still, bis auf das leise, beruhigende Plätschern des Wasserhahns. Eine grausame Kälte ergreift mich und ich spüre, wie sie mich langsam zu sich zieht. Ich bemerke, wie sich mir eine Person nähert. Ich versuche vorsichtig, mich aufzusetzen, um mir die Person besser anzusehen. Ich blicke in das knochige Gesicht eines Mannes in schwarzer Kutte. Die Person reicht mir ihre skelettartige Hand. Ich nehme sie entgegen und stehe langsam auf. Keine Schmerzen durchströmen meinen Körper mehr, als ich auf dem Boden stehe. Die Person drückt sich an mich und ich spüre, wie ich fortgetragen werde. Ich gehe fort.